Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sims 3. Ja, was können wir denn tun? Wir müssen leider Gottes noch ein bisschen Zeit totschlagen, denn wir können ja noch nicht verreisen. Wir müssen uns ja erstmal ausruhen. Das hat ja die Sims, die Macher von Sims haben gemeint, man muss sich erstmal einen Tag mindestens ausruhen, bevor man wieder in den Urlaub fahren kann. Also machen wir das. Wir gucken mal, ob das hier funktioniert, ob wir mal wieder Schnee oder so machen können. Dafür müssen wir uns natürlich verwandeln, ist ja logisch. Entschuldigung. Frosch im Hals. Ich mag die entspannende Sims-Musik. Wir heulen den Stein natürlich an, weil wir Werwölfe sind. Mal sehen, ob es funktioniert. Oder auch nicht. Wie gesagt, in dieser Episode können wir nicht ganz so viel machen. Wir haben ja noch 13 Tage, bis wir überhaupt uns den Mumienfluch mal ansehen können. Und im nächsten Schritt werden wir auf jeden Fall nach Frankreich reisen. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich in dieser Episode noch ein bisschen was von Fähigkeiten oder so entwickeln. Und es tut sich nichts. Habe ich gerade falsch gelesen? Ich habe gerade gedacht, wir hätten was gemacht. Seltsam. Nun jo, wie gesagt, wir werden gucken, was wir diesmal machen können. Okay, da können wir gar nichts mehr machen. Interessant. Ja, solche Episoden wird es auch bei Sims 4 geben. Da wir noch kein Add-on haben, werden wir das langweilige Sims-Leben erleben. Erleben, erleben. Okay. Ja. Das wisst ihr aber auch, glaube ich, schon, oder? Bei Sims 4 kommt ja erst das Basic Pack und ich befürchte, sie haben ja schon Dinge rausgelassen, die dann wahrscheinlich als Add-ons gebracht werden, was ich blöd finde. Denn ganz im Ernst, das ist ein, ja, so eine Art Lebenssimulator und ganz am Anfang, ich verstehe es, wenn man die Sims rausbringt, aber ich verstehe es nicht, wie man es nicht regnen oder schneien lassen kann. Also Season, finde ich, dürfte kein Add-on sein, müsste gleich drinne sein. Dass dann diese mit den Jobs und so, dass das dann als Add-on kommt, absolut klar, warum nicht? Ja, aber Season müsste für mich, finde ich zumindest persönlich, in dem Normalen zu finden sein. Alles andere finde ich schwachsinnig. Und ich meine, wir gehen ja auch nicht raus und es ist immer das gleiche Wetter. Aber naja, Geldmacherei, glaube ich eher. Also bei Sims kann man davon echt von Geldmacherei reden. Sie hätten auch länger warten können, bis sie es rausbringen und auch ein paar Sachen reinbursteln können. Ich glaube, da wäre ihm keiner böse gewesen. Was können wir denn mal machen? Wir können versuchen, eine Schlange zu beschwören. Wir hatten ja das Körbchen gekauft in Ägypten. Gucken wir mal, ob es es hinkriegt. Hey, es freut sie. Yay! Wow. Ja, so würde ich wahrscheinlich auch flöten, wenn ich flöten müsste. Ich habe Flöte nie gelernt. Ich weiß, manche lernen das in der Schule, aber ich nie. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, weiß ich nicht. Es ist doch kein Wunder, dass da keine Schlange rauskommt. Megan, also wirklich. Schrecklich. Glaube, das wird heute nichts mehr mit dem Schlange sehen. Ich glaube, das müssen wir aber ein anderes Mal ausprobieren, denn gerade tut sich gar nichts. Das bin ich nicht gewöhnt. Mindestens Schlangenbiss. Wenigstens das möchte ich. Hat dir die Schlange etwa irgendwo hingelegt? Wir verschnellen natürlich das erstmal ein bisschen. Das macht die Musik nicht besser. Ich weiß. Oh, das ist eklig. Aber so kriegt man natürlich auch ein Stück der Nacht rum. Und ich hatte ja schon erwähnt, diese Folge wird eher bei mir eine Laberfolge, weil wir eigentlich gar nichts machen können, außer warten.
Ankündigen kann ich schon mal, dass wenn ich die Sims 4 bekomme, nicht wie geplant das nebenbei laufen lassen kann, weil ich sonst Angst habe, dass Sims 4, jeder, der Sims spielt, weiß, es ist wahnsinnig viel Speicher. Egal, was du machst, es speichert ja. Und ich habe ja noch ein paar Sachen runtergeladen von den Sims und es verbraucht viel Speicher. Und wenn ich dann Sims 4 noch draufladen würde, würde wahrscheinlich beides hakeln. Deswegen werde ich es so machen, dass wenn ich die Sims 4, naja, habe, werde ich leider Gottes Sims 3 runterschmeißen müssen von meinem Rechner. Und das wiederum heißt, dass wir uns nur auf die Sims 4 konzentrieren können, müssen. Und dann müssen wir halt immer abwarten, bis die Addons rauskommen. Ich werde, wie gesagt, auch nicht jedes Addon kaufen. Ich werde nur die, die für mich sinnvoll sind, mir zulegen, weil ich es einfach blödsinnig finde, jedes Addon zu kaufen. Es gibt so viele beschissene Addons, das glaubt ihr gar nicht. Also ich finde sie unnötig. Beschissen ist vielleicht das falsche Wort, aber unnötig. Wir gehen erstmal in die andere Wohnung, um noch ein bisschen Kampfkunst zu lernen. Darauf habe ich jetzt Lust. Und da wir eh warten müssen, ist das doch ein guter Zeitvertreib. Auf jeden Fall, ihr seid vorgewarnt, wenn Sims 4 rauskommt, gibt es leider kein Sims 3 mehr. Das heißt, wir müssen uns dann von unserer Megan verabschieden. Bis dahin werde ich aber auch den Mumienfluch gezeigt haben und Frankreich hinter mich gebracht haben. Anders weiß ich noch gar nicht, ob ich dann noch mehr in den Pyramiden etc. rumlaufen kann, denn das frisst noch einiges an Zeit. Ein Alien. Hallo Alien. Wow. Schön. Wir haben mal wieder ein Alien als... Also, ja, okay, da vorne liegt ein Stein, deswegen ist er da. Wie gesagt, wenn ihr Alien-Besuch haben wollt... Sammelt die Meteoriten ein und legt sie vor euer Haus, dann kommen die ziemlich schnell. Wo war ich eigentlich gerade? Ach, immer dieses Tun und Labern, das ist schrecklich manchmal. Besonders wenn man müder wird. Ja, und ich bin müde. Schlecht geschlafen und so. Ihr kennt das vielleicht. Ich sehe auch gar nicht, wie das... Wahrscheinlich hat er es wieder auf Tarnung. Aliens machen es gerne, wenn sie ein Flugobjekt haben, das zu tarnen, dass man es halt nicht gleich sieht und so. Man sieht es dann meistens erst, wenn sie wieder einsteigen und wegfliegen von dem her. Aber das hatten wir schon mal. Ach so, Pyramiden und Dungeons. Ja, die werde ich wahrscheinlich nicht alle zeigen können. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Aber da die Sims jetzt in 2 Wochen fast, also knapp nur 2 Wochen sind, dass die dann den 4. Teil rausbringen, naja, den möchte ich dann halt doch gerne zu Beginn mitspielen. Was ihr ja wahrscheinlich auch verstehen könnt. Aber es gibt ja auch noch genügend andere Let's Player, die Sims 3 gemacht haben. Ich weiß zwar nicht, ob sie alle die Dungeons gemacht haben, aber egal. Wir machen ein bisschen, naja, wir kämpfen ein bisschen erst einmal, wie immer. Ich werde es auch ein bisschen schneller machen, natürlich. Also, das habt ihr ja gerade schon gesehen, dass ich schneller mache, weil es dauert doch schon einige Zeit. Und wir müssen die Zeit hier irgendwie umkriegen, damit wir nach Frankreich können. Ich will, dass der Balken voll ist, dass wir wenigstens einen neuen Gürtel haben. Dann schicke ich sie, glaube ich, erstmal kurz duschen, auf Toilette. Und dann mal sehen. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf Sims 4. Ich frage mich, ob sie das Menü für Häuser und so weiter auch ein bisschen geändert haben, weil sie das Create a Sim schon sehr geändert haben. Das wäre cool zu wissen, wirklich. Was ich blöd finde, ist wieder, dass man am Anfang die Basic-Stadt hat und nicht wirklich viel machen kann, was ich doof finde. Und da hinten gehen überall die Lichter an, falls ihr das gerade nicht mitbekommen habt. Da, wo ich immer mit der Maus drüber fahre, da Licht. Das finde ich eine sehr süße Zugabe des Spiels. Also wie im echten Leben auch. Gehen einmal Licht an. Es wird wahrscheinlich wieder ein Nightlife rauskommen, werde ich mir holen. Also Nightlife gehört für mich zum Standard. Nicht wegen den Vampiren, sondern weil ich Nightlife
logisch finde, als dass man auch mal in Bars oder so geht, wenn man erwachsener ist. Als Kind natürlich nicht, aber ne, ihr wisst schon. Ja, wie gesagt, Season werde ich mir auf jeden Fall holen, weil sie es wahrscheinlich nicht in das Basic Pack stopfen. Was ich immer noch scheiße finde, aber okay. Und dann mal gucken, was sie alles so rausbringen. Sie werden wahrscheinlich wieder was mit Jobs rausbringen, also die üblichen, die sie immer rausbringen. Auch Tiere und sowas werden sie wieder rausbringen. Auch Supernaturals werden sie wieder rausbringen. Also, glaube ich schon. Wie gesagt, können wir doch machen. Ich werde sie erstmal dann noch pinseln lassen, ein bisschen. Weil wir können ja, wie ihr seht, nichts anderes machen. Sie hat gerade trainiert, deswegen ist sie K.O. Da muss sie sich auch erstmal ausruhen, so wie die Sims halt nun mal sind. Aber dafür habt ihr jetzt einen schönen Ausblick auf das Wasser. Also die Wohnung ist top. So eine Wohnung wünscht sich doch wohl jeder, wenn er in einer größeren Stadt wohnt. Ich weiß ja nicht, wo ihr wohnt, aber das wäre richtig cool, so eine Wohnung. Allerdings auch teuer. Wenn ich so Frankfurt ansehe, ja, teuer. Kann man sich ja gar nicht leisten als Normalo. Ja, und wie ihr gerade bemerkt habt, wir können natürlich noch nicht reisen. Ja. Aber bald wieder, keine Sorge. Das kriegen wir alles schon noch gebacken. Wir werden auf jeden Fall Frankreich noch sehen. Eventuell sogar noch ein bisschen was von China. Denn das wäre dann der nächste Step, den ich machen würde. Den Mumienflug werdet ihr noch sehen. Und ja. Dann mal gucken, ne? Dann wird wahrscheinlich auch schon zum Spiel rauskommen. Oh, das wird mir so leid tun. Ich wollte ja eigentlich, mein erster Plan war, eine Megan dann auch für die Sims 4 zu machen, aber ich bin dann doch davon weggekommen. Wie ihr wahrscheinlich bei meinen Creative Sims 4 gesehen habt. Obwohl ich die persönliche ja nicht nehme, weil die mir einfach zu ähnlich ist. Ich habe aber schon eine vorbereitet, muss ich zugeben. Die werdet ihr dann auch natürlich sehen, wenn, ich muss hier noch andere Klamotten geben, die gehen gar nicht. Die Klamotten, die bis jetzt in der Demo zu sehen sind, zu erhalten sind, kannst du halt nicht einfärben, gar nichts machen. Das finde ich ein bisschen blöd, deswegen warte ich, bis zum Spiel rauskommt und dann verändere ich sie noch ein bisschen. Das werdet ihr dann noch mitbekommen. Ihr seht, was man noch alles so machen kann. Hagelt es? Ist das Hagel? Ich hatte noch nie zuvor in Sims 3 Hagel. Ist das krass. Da müssen wir raus. Wir müssen irgendwas kaufen, einen Regenschirm. Obwohl man ja nicht mit im Hagel mit dem Regenschirm umherlatschen sollte. Das wisst ihr hoffentlich. Ist uncool, denn Hagel ist stärker wie ein Regenschirm. Um es kurz zu machen. Allerdings bei den Sims geht das natürlich und wir suchen das und wir haben einen. Sehr schön. Wir wollen natürlich keinen Sonnenschirm, wir wollen einen Regenschirm. Wir sind ja kein Vampir, wir sind ja immerhin noch ein Werwolf. Und ja, wenn Supernaturals rauskommt, entwerfe ich auch dort einen, also mehrere Charaktere, dass ihr die Charaktere wenigstens schon mal seht. Und später werde ich dann wahrscheinlich einen Mitbewohner oder Mitbewohnerin machen, die halt dann von einer anderen Rasse ist. Und das geht wieder nicht. Das mag ich bei den Sims 3 nicht, dass wenn ein Item, was ihr eigentlich mitnehmen wollt, auf einem anderen Item ist, dann könnt ihr das Ding einfach so selten mal aufnehmen. Das ist mir jetzt schon oft passiert, wie ihr gerade merkt. Also den Teppich kann man bewegen, aber alles, also den Regenschirm, um den es mir gerade geht, gar nicht. Und das hasse ich wie die Pest. Ich hoffe, das haben sie gefixt. Naja, erstmal Teppich weg und Ding in die Tasche und dann wieder Teppich richtig hin. Das ist unser Plan jetzt. Danach raus. Ich will den Hagel sehen. Ich habe echt noch nie Hagel hier gesehen. Richtiges Regenwetter, ja. Also so richtig ein Schauer. Ein richtiges Geblitze, Donner und sowas habe ich auch schon. Aber Hagel ist das erste Mal tatsächlich. Es sieht richtig geil aus. Erst dachte ich wirklich, dass das große Wassertropfen sind, aber... Und da wir noch ein bisschen hier sind, können wir ihr eine Massage ausgeben.
Das kommt dann auch gut, denn dann sehen wir auch gleich den Hagel. Dann werde ich auch gleich eine Pause machen, wenn wir da angekommen sind. Das schon mal als Vorwarnung. Und ich hoffe dann, wenn wir da raus sind, dass wir dann auch, ich glaube, dann könnten wir auch wieder verreisen. Das heißt, danach geht's weiter in Frankreich. Und darauf freue ich mich. Das letzte Gebiet, was wir noch nicht gesehen haben. Yay! Haben wir dann auch. Ja, klemmen doch. Halt immer dieses Einklemmen, ne? Das ist, na los. Ich finde Hagel so Hammer. Das ist so krass. Und ja, unser Regenschirm schützt uns auch vor Hagel. Allerdings, was ich auch blödsinnig finde, dass jetzt mit dem Roller umherfährt. Kein normaler Mensch würde mit dem Roller bei Hagel oder Gewitter oder sowas umherfahren. Und sie trägt immer noch keinen Helm. Tragt einen Helm. Wirklich. Wenn ihr schon so alt seid, dass ihr Roller fahren könnt, tragt Helm. Wenn ihr noch nicht so alt seid, beim Fahrradfahren, tragt Helm. Hier laufen ganz viele Tauben. Auf jeden Fall. Wenn wir sie jetzt hier reinschicken und ich verabschiede mich schon mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe doch, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in Frankreich.